So, gespeichert ist. Waffe nehmen wir mal hier, ne? Unsere... Oder das hier. Kann man nicht. Alter, ich bin blind. Jetzt haben wir die Wahl. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt links, was ist denn jetzt rechts? Ich habe hier nämlich noch Menschen, ich habe noch Growth Studio. Ja, okay, das kann es nicht sein. Oder mache ich die Nebenmission? Ich guck erstmal, was jetzt hier noch kommt. Weil ich glaube, wir sollten dann jetzt die Nebenmission jetzt machen und dann den Rest der Mission an einem Stück, weil dann bleiben wir in der Story besser drin. You've had your chips. Das ist, ja, das ist richtig. Hit me. Are you sure, man? Yeah, I'm going for a 5-card hand. Come on. Okay. Here. I'm a stick. What you got? How would I know? You tell me. Not good, man. You got a 47. Damn. You're bad luck for me, you know? When I play the other guys, I always win. Boss, take a look at these two chips. One's a fake. That's amazing. You didn't even touch him. Nah, I just took a guess. Why else would he come in with two chips and sound so worried? You take a look. Oh yeah, the dragon on this got the sunglasses and a white stick. Insolent bastards! I'll make sure the cashiers are extra vigilant. It's obvious where these chips are coming from. The Sindaco family owns a plastics factory across town. I'm gonna blow it to shit! Man, look, don't trip. I got you on this. Wollen die Sindokos oder wie sie heißen, etwa auf illegale Art und Weise hier in unseren Casinos das Geld abräumen? Mit illegalen, selbst hergestellten Chips? Eine Frechheit ist das. Dem müssen wir ein Ende bereiten. Und zwar sofort. Also auf geht's zur Plastikfabrik. Ja, das sollte ich auch nochmal üben. Das klappt noch nicht so gut. Wo ist die denn jetzt? Beim Flughafen? Oh, sorry. Hinterm Flughafen wahrscheinlich. Dann bin ich am überlegen, ob wir unseren CJ nochmal neu einkleiden. So schön mit Anzug und so. Wobei er mir so eigentlich besser gefällt. So mit dem Ed China Style. Oh. Ach du heilige Scheiße. Ich hab doch gar nichts getan. Ich fahr doch nur hier rum. Ist das etwa verboten? Wo ist jetzt die Plastikfabrik? Das gibt's doch gar nicht. Da hinten bei den Containern wahrscheinlich, gell? Brettern wir mal durch. Komm, was soll's. Ja, scheiße. Huch! Die Mafiosi haben einige Wachen in der Liefereinfahrtbewache. Entschuldigung, ich war gerade ein wenig. Ich bin gerade ein wenig abgelenkt. Gibt es hier nicht sowas wie ein Pay and Spray? Ach ja, toll, in der Mitte. Ja, das ist, ach nein. Gucken wir, dass wir so reinkommen. Ansonsten, ja, da hinten ist nämlich offen. So. Die können uns mal am Arsch lecken. Hey, who's this character? He looks like a cop to me. We better go on the boss. Ups. Ich hab den doch voll den Headshot verpasst. Der müsste eigentlich totblutend im Auto liegen. Der kriegt einen Headshot von mir. Get the boys ready. Production lines gotta keep rolling. Ich bin da noch gar nicht. Somebody's got a fucking death wish if they're starting trouble around here. Na gut. Oh, Alter, 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 Alter. Ich sollte mich. Alter, Alter, Alter. So, erstmal hier so in Position und dann. Boah, du Assi. Die Maus ist extrem empfindlich.
Alter! Hat man jemand auf meine Lebensanzeige geguckt? Die ist, wie mach ich das denn jetzt? So geht das. Scheiße. Es geht alles. Ich brauche unbedingt ein Herz. Ich gucke mich mal kurz hier auf dem Grundstück ein wenig um. Ja, sieht aber schlecht aus. Eine Kettensäge kann man nicht unbedingt gebrauchen. Ne, das ist was anderes. Scheiße. Scheiße. What did you expect? It's America. Jawohl. Hier sind aber auf jeden Fall noch mehr. Hab ich. Da hab ich's doch. Ich wusste es doch. So. Ach, dann machen wir ganz anders. Wir haben doch unsere Rucksack-Bomben. Ich habe nur Angst, dass jetzt hier jemand mich überraschen tut. Aus dem Hinterhalt. Oh, das sind aber einige. Müssen wir jetzt mal höllisch aufpassen, dass da keiner mehr ist. Da hinten ist nämlich einer. Nehmen wir unsere geliebte Sniper und Sniper mal dem mal einen Headshot in den Head. Wo ist der? Alte Drecksack. Das gibt's doch gar nicht. Kann ich die auch von hier hinten? Ja, anscheinend nicht. Huch. So, hier, der kriegt noch eine, der kriegt noch eine, der hat eine. Ich gehe erstmal auf Entfernung und werde dann mal die Dinger zünden und mich dann ein wenig weiter umgucken. So, astrein. Dann wollen wir uns mal ganz vorsichtig weiter in diese Halle rein bewegen. Ja, cool. Jetzt ist die Frage, hatte ich gespeichert gehabt? Ich glaube, ich habe nicht gespeichert gehabt. Ich guck mal kurz nach. Explosive Situations. Ja, und danach habe ich, ja, scheiße. Habe ich die Bootsschule gemacht und habe ich dann nochmal gespeichert. Warte mal, von der Uhrzeit kann ich das ja jetzt schätzen. 17.12 Uhr. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich mach einfach so weiter. Ich meine, die Waffen können wir uns ja wieder hier aufkrabbeln. Dann sollte das passabel sein. Und außerdem, wenn man so oft neu lädt, dann ist das ja irgendwie langweilig. Ne? Wenn man mal stirbt, dann stirbt man. Da muss man halt die Waffen wieder verdienen, beziehungsweise wieder aufnehmen und weitermachen. Also. Ein bisschen Realismus muss dann schon sein. Kommen wir hier durch? Wir können hier durch. Oh, dann nicht mehr weiter. Doch, hier hinten rum. Ach, die Stadionrennen gibt es ja auch noch. Fällt mir gerade so ein. Und die waren auch nicht einfach. Die waren auch ein wenig tricky. Da kommt noch einiges auf uns zu. So, ich würde aber jetzt sagen, da wir die Mission eh verkackt haben, gucke ich jetzt mal mit euch zusammen mal auf der Karte nach, ob jetzt alles andere verfügbar ist. So, wir gehen jetzt mal speichern. Einfach mal hier drüber, was soll's. So. Jetzt nehme ich mal meine schöne Liste mal hier. Boat School haben wir gemacht. So. Karte. Jetzt gucken wir mal. Fangen wir mal Los Santos Finale. Ja gut, Finale kommt noch, das ist klar. Das sind die Hauptmissionen jetzt hier. Das ist Seite 1 von 5. Das ist Seite 2 von 5. Gut, das sind die Hauptmissionen. Die lasse ich mal eben beiseite. So, hier haben wir noch was. Ach, wir müssen noch 30 Autos exportieren. Das können wir machen. Die Zugmission können wir mittlerweile auch machen. Und die Bürgerwehrmission können wir auch machen. Gut. Die Trucker-Mission können wir alle noch machen. Das sind auch noch, das sind noch 3 Stück. Dann können wir machen die
Chiliad Challenge auf dem Berg. Hier müsste die sein. Die ist zwar nicht eingezeichnet, aber die kann man auch machen. Oder ist sie hier unten eingezeichnet? Ach. Nee. Das sind drei Rennen. So, dann haben wir noch Gym Missions. Learn Fighting Styles. Das können wir auch noch machen. Und zwar in diesem Fitnessstudio. Falsche Taste. Und in diesem Fitnessstudio. Geht auch. Los Race Tournaments. Race Tournaments ist hier einmal. In Los Santos. Dann hätten wir... das sind insgesamt auch nochmal 6 Rennen. San Fierro ist dort. Ja, das stimmt auch. Das sind auch nochmal 6 Rennen. Dann hätten wir noch... ja, ist eine komische Anordnung hat das Ding hier. Weil in San Fierro gibt es ja... Ach, San Fierro. In Las Venturas gibt es ja sogar noch 2. Guck ich mal hier nach. Ach, hier steht's ja. Las Venturas Airport Freight Depot Race. Das ist das hier. Das können wir auch machen. Las Venturas Airport Race. Ist das das hier? Airport Race? Airport Freight Depot. Müssten eigentlich die beiden sein. Shooting Range Challenge. Das können wir, glaube ich, nur hier machen. Entweder hier oder hier. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Das sehen wir dann. Stadium Events. Ja, das ist klar. Das wäre einmal hier. Beziehungsweise... Es kann auch sein, dass wir die überall in jedem Stadion machen können. Dass das überall dieselben sind, das weiß ich gerade aber nicht. Tags. Hammer. Also Graffitis. Hippie Shopper Assist. Das ist die Kuriermission hier. Irgendwo in dem Bereich. Die können wir machen. Burgershot Assists. Also Kuriermission Burgershot, das müsste eigentlich hier sein. In einem der 3 oder 4. Können wir auch gucken. Query Missions haben wir gerade freigeschaltet. Hufeisen habe ich gemacht. Austern muss ich noch machen. Offscreen. So, dann sind wir auch schon auf der letzten Seite. Fotos habe ich alle gemacht. Taxi habe ich alle gemacht. Ja, und das sind eigentlich nur noch die Safe House, beziehungsweise die Immobilien. Da haben wir einmal... von Zero. Das haben wir. Auch die Missionen. Safe House Locations. Ja gut. Die müssen wir halt alle kaufen noch. Ja, und das haben wir auch. Das war's eigentlich. Ist gar nicht so viel. Ja. Da würde ich einfach sagen, wir fangen auf der ersten Seite den Missionen oben an und arbeiten uns runter. Aber vorerst mache ich eine kurze Aufnahmepause. Um mal schön auf Klo zu gehen und so. Das muss ab und zu auch mal sein. Gespeichert haben wir. Also sage ich einfach mal bis gleich.